Das komplette Scream-Team ist draußen und heute machen wir mein größtes Pack-Experiment zu FIFA 20. Let's go! An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum letzten Pack-Opening zum Ultimate Scream-Team. Heute haben wir die Möglichkeit, das komplette Scream-Team zu ziehen. Heißt, alle Teams, also Team 1 und Team 2. Und wir werden heute das größte Pack-Experiment machen, was ich bis jetzt jemals in FIFA 20 gemacht habe. Denn wir haben insgesamt 75 Upgrade-Sets und wir werden mal schauen, was wir daraus ziehen werden. Vielleicht den ein oder anderen Walkout, die ein oder andere Champions-League-Karte oder sogar Scream-Spieler, Inform oder vielleicht sogar eine Icon. Wir werden es sehen. Wenn euch das ganze Video gefällt und ihr Bock habt, dass wir das zu jedem Event immer mal wieder machen, gebt dem ganzen Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Vielen, vielen Dank für den kranken Support der letzten Tage, der letzten Wochen. Abartig, was ihr jedes Mal abreißt. Vielen, 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 vielen Dank. Und deswegen gehen wir direkt mal rein. Video wird unterstützt von Start Select und One Football. PSN-Karten, Xbox-Karten findet ihr ja bei Start Select. Denkt aber bitte dran, Packs ziehen kann süchtig machen. Wir wollen reingehen in den Shop und gucken uns alles mal genauer an. Ich denke, jeder von euch weiß, wie man die zwei seltenen Gold-Upgrade-Sets macht. Und zwar einfach auf SBCs gehen und dann dort auf Upgrades und dann das Gold-Upgrade. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, indem ihr ein Gold-Team abgebt. Das muss nicht rare sein, sondern es kann non-rare sein mit 40 Chemie, um ein Pack zu bekommen mit zwei seltenen Goldspielern. Viele haben daraus echt geile Sachen gezogen und ich bin einfach extrem gespannt, was wir daraus ziehen werden. Deswegen starten wir direkt mal rein. Ihr seht natürlich hier die besten Packs hintereinander geschnittene. Und schreibt mal gerne rein, was hattet ihr schon aus den Packs? Gab es da schon irgendwas richtig Krankes oder eher nicht? Wir ziehen übrigens, glaube ich, direkt den ersten... Ach nein, gut, okay, darüber reden wir jetzt nicht weiter. Martip ist unser erster Spieler im Pack. Okay, ja, wir sehen uns dann, was wir, wenn wir was Gutes gezogen haben. Schreibt mir auf jeden Fall rein, was ihr aus den Packs schon gezogen habt. Habt ihr die schon gemacht, ja oder nein? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ja, Jungs, was soll ich sagen? Die ersten 10 Packs sind gezogen und was wir gezogen haben ist... ja, ich dachte, die sind ein Stück weit OP. Bis jetzt, nee, also ganz ehrlich, zurzeit bin ich echt enttäuscht, aber positiv denken, wir haben ja noch 65 Packs vor uns. Aber bis jetzt hätte ich mir schon einiges mehr erwartet, zumindest wenigstens mal ein Durchläufer. Ja, wir machen weiter und gucken mal, wie es weitergeht mit den nächsten Packs. Aber jetzt kriegen wir zumindest schon mal den ersten Schnitz, leider kein Walkout, zumindest der Durchläufer. Ja, wenn man meckert, wird es ganz gut. Das wird Brasilien, ZTM, Lucas Leiva mit dem 84er Rating von Lazio Rom. Den nehmen wir mit, nach 11 Packs ist es dann soweit, Lucas Leiva ist da, sehr, sehr schön und damit können wir, denke ich mal, die Zeit der Durchläufer ganz gut einleiten. Oh, zweiter Schlitz, let's go, Champions League Karte, da haben wir schon mal den ersten Durchläufer. Hier muss man natürlich sagen, es kann alles Mögliche sein, ja, wenn die Karte selten ist, dann läuft sie sowieso durch. Daniel Podence mit dem 78er Rating, Durchläufer mit einer Champions League Karte, Nummer 2, ist in Ordnung, aber ja, gerade bei Champions League Karten weiß man halt nie, was kommt, weil gerade die ganzen Spieler, die halt selten sind, sind Durchläufer und deswegen können sie halt jedes Rating haben. Leider Gottes. Jungs, wir sind bei einem Drittel angekommen. Bis jetzt hatten wir zwei Durchläufer. Im Gegensatz eigentlich, im Endeffekt eigentlich nur ein, weil die Champions League Karte kann man so eigentlich nicht zählen. Und das nach 25 Upgrade-Sets. Also ich habe viele gesehen, die halt wirklich extrem krankes Packluck dadurch hatten, was uns leider absolut fehlt. Also das Packluck, das zieht sich halt leider Gottes wirklich das ganze Jahr hinüber bis jetzt durch, dass wir wirklich nichts Gutes ziehen. Gut, wir haben noch 50 Stück. Ja, da kann immer noch was drin sein, aber im Endeffekt bis jetzt für die ersten 25, da geht einiges mehr, meiner Meinung nach. Ja, schreibt es mal rein, was findet ihr oder wie seht ihr das? Ja, Bewertung von 1 bis 10, ersten 25 Packs, ab damit unten in die Kommentare. Und jetzt machen wir direkt weiter mit den nächsten 25. Unfassbar, aber wahr. Wir bekommen den Walkout. Let's go, come on. Das wird Koulibaly werden. 89er Koulibaly. Also ich wollte schon sagen, ich hätte gerade im nächsten Pack, hätte ich sowieso wieder gesagt, wir haben jetzt 10 verzogene und immer noch nichts ist weitergekommen. Aber die Serie A bringt uns Glück. Nach Lucas Leiva kommt jetzt der erste Walkout. Koulibaly, 89er Rating. Sehr, sehr geil. Nehmen wir natürlich unfassbar gerne mit. Den können wir sehr gut an den irgendwelchen SBCs abgeben. Sehen auch gut aus, die Werte. Ja, von Koulibaly brauchen wir uns ja nicht drüber beschweren. Aber endlich mal, Jungs. Endlich mal der erste Walkout. Ganz, ganz wichtig. Also, ich habe echt gedacht, habe schon die ganze Zeit überlegt, wenn wir jetzt überhaupt nichts mehr ziehen,
dann könntest du halt echt sagen, größtes Pack-Experiment geht komplett schief. Ja, aber bis jetzt ist es in Ordnung. Wir haben den Workout, das ist zumindest schon mal halbwegs gut. Ja, auch wenn der Workout vielleicht nicht mal mehr 30k kostet. Aber Workout ist Workout, den nehmen wir mit. Und vielleicht kriegt man einen Back-to-Back-Schlitz und einen Back-to-Back-Workout. Schade, aber eine Champions-League-Karte. Champions-League-Karte Nummer 2. Und das wird werden von Ajax Amsterdam, der ZOM Van de Beek. Nehmen wir natürlich auch mit. Wenigstens jetzt läuft's rund. Ja, zumindest die letzten zwei Packs. Ja, dahinter ist noch Moisander. Grüße gehen raus an Okosa. Beste IV EU West. Und vielleicht haben wir ja Glück und wir ziehen einen Back-to-Back-to-Back-Schlitz. Come on. Leider Gottes nicht. Deswegen bedeutet das, wir sehen uns direkt beim nächsten guten Pack. Ja, come on. Nächster Schlitz ist da. Wieder Champions League-Karte. Wieder kein Workout. Es wird wahrscheinlich Naby Keita werden von Liverpool. So sieht es aus. Aber der fünfte Durchläufer jetzt mittlerweile. Workout kann man es ja nicht nennen. Ich nenne es jetzt einfach mal Durchläufer. Naby Keita ist da. Ja, im Endeffekt hätten wir eigentlich, wenn wir es ohne Champions League Karten hätten, nur zwei Durchläufer. Aber Keita haben wir schon und ich hoffe, den haben wir schon an Tradable. Hype in den Chat. Das dürfte, war klasse, dass wir den jetzt gezogen haben. Gibt ja nicht genug andere Champions League Karten. Aber okay, wir sind, wie ihr seht, wir haben noch ein paar Packs vor uns. Also 30 Stück. Und da gucken wir einfach mal, ob da noch vielleicht irgendwann mal dieser Workout auftauchen wird nach Koulibaly. Kommt schon, es geht weiter. Nächste Champions League Karte. Oh, Mann, dann gib mir doch wenigstens den Workout. Come on. England ZM und wieder ist es Liverpool. Und zwar wird es Milner. 81er Rating Milner ist auch da. Echt, na gut, die Champions League Karten sind jetzt nicht so schlecht, weil die können wir dann irgendwann für SBCs abgeben. Das geht schon klar. Und Grüße gehen raus natürlich an die EA-Server. Und meine Verbindung wurde auch noch unterbrochen. Dahinter war übrigens der Perfect Link, ja? Perfect Link im Upgrade-Set. Oxlade, Chamberlain und Milner sind damit am Start. Wie gesagt, Champions League-Karten sind nicht so schlecht. Die können wir schon abgeben für SBCs, das geht schon klar. Aber natürlich will man dann doch eher die Walkouts sehen. Ich denke, das sollte jedem Einzelnen bewusst sein. Come on, nächster Schlitz. Kein Champions League-Spieler, kein Walkout. Okay, ganz normale 83-Plus-Spieler. Nächsten Sommer. Birki ist noch besser. Noch Birki ist noch besser. 85er Birki. Let's go, come on. Ja, der BVB-Spieler ist mit am Start, ja, aber jetzt wird es langsam. Ja, nach 45 Packs oder sowas kommen jetzt langsam immer mehr Schlitze hintereinander. Das finde ich gut. Und die haben wir leider schon. Aber Birki ist zumindest mal eine Karte, die wir in SBCs abgeben können. Denn die Upgrade-Sets habe ich eigentlich nur gemacht, erstens um den Verein auszumisten und zweitens dann SBCs zu machen, weil ich gehofft habe, da kommen gute Spieler raus. Hätte ja klappen können. Aber wir haben den Back-to-Back-Schlitz, den Back-to-back Non-Walkout und es wird werden Frankreich, ZM und das ist Rabiot. Ja, Grüße gehen raus an Steini. 83er Rabiot mit am Start. Auch okay, auch gut für SBCs. Es wird doch langsam. Ja, auch wenn man ein bisschen Anfahrtsschwierigkeiten hat, ne? Jetzt geht's ganz gut. Jetzt geht's ganz gut voran. Komm schon, nächster Schlitz. Kein Workout, aber vielleicht was anderes Gutes. Italien, zentrales Mittelfeldspieler und das ist von Chelsea Jorginho. Verratti wäre ja Workout gewesen, ja, aber 83er Jorginho, es geht weiter. Ja, die Durststrecke, die wir jetzt gerade hatten, die legt sich langsam und das ist gut so. Wir wollen weiter gute Packs ziehen. Dumbia noch mit am Start, Jorginho mit dabei. Let's go. Ja, let's go. Wir sind bei den letzten 20 angelangt und wir kriegen den Champions League Workout. Okay, das ist selten. Frankreich, Mittelstürmer und das ist Griezmann. Let's go. Oh mein Gott, was? Come on. Okay, ich habe nichts gesagt, Jungs. Ich habe nichts gesagt. Champions League Griezmann ist da. Ich habe jetzt mit Benzema gerechnet. Ja, also. Okay. Champions League Walkout. Antoine Griezmann. 89er Rating vom FC Barcelona. Den nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Holy moly. Oh ja. Oh, das schmeckt, Jungs. Das schmeckt definitiv. Was ist der junge Herr, wäre er wert? Die sind ja leider untradable. Aber was wäre er wert? Und das sind 300k, die wir damit rausholen. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Also das, habe ich persönlich nicht mitgerechnet. Aber den nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Holy moly, what? 20 Packs haben wir noch. Griezmann, Koulibaly, unsere Workouts. Und gerade Griezmann ist halt sensationell geil. Ja, da brauchen wir uns überhaupt nicht drüber beschweren. Jetzt nochmal genauso einen Spieler nachlegen und das Ding ist komplett eskaliert.
Bis jetzt ist es noch halb eskaliert. Eine komplette Eskalation, da bräuchte man schon nochmal was. Komm schon, EA. Ja? Man darf euch aber nicht zu sehr loben. Ja? Also, das Pack war definitiv Schmutz. Wir brauchen jetzt wieder ein gutes. Nächster Schlitz. Champions League Karte, aber diesmal ist es kein Walkout. Ich habe übrigens gerade wieder Frankreich. Stürmer. Olympique Lyon. Oh, das ist Dembele. Ich habe übrigens gerade mal überlegt, ich glaube, Griezmann ist sogar der wertvollste Spieler, den wir je in FIFA 20 gezogen haben. Ja, weil wir hatten, glaube ich, aus 1300 Euro, die wir investiert hatten in den Account hier, war, glaube ich, unser bester Sané. Der war tradable. Auf dem RTG-Account haben wir keinen Spieler über 100.000 gezogen. Und Griezmann ist der erste Spieler, der über 300.000 Münzen kostet. Also ich muss sagen, okay, auch wenn er untradable ist, aber das war unser bester Spieler in komplett FIFA 20, den wir jetzt gerade gezogen haben. Das ist der Titel wert. Der Titel steht schon mal, Jungs. Easy try. So muss das sein. Und Wagner ist auch noch mit dabei. Komm schon, nächster Schlitz. Ah, gib mir doch den Walkout. Come on, drei Walkouts wären schon geil. Man sagt doch immer, alle guten Dinge sind drei. Sigurdsson. Den kennen wir auch auf dem RTG-Account. Unfassbar gut. Ja, Sigurdsson ist da. Ist okay. Ja. Okay. Hype. Oh, komm schon, letzter Schlitz vielleicht des heutigen Tages, denn wir haben danach nur noch 5 Packs übrig. Es wird wieder Frankreich werden, ne? Innenverteidiger vom FC Barcelona. Das wird Longley. 85er Longley, der kostet auch 113.000 Münzen eigentlich. Holy moly, den nehmen wir natürlich auch mit. Also Barcelona und Frankreich hat es uns heute angetan. Fehlt nur noch Dembélé. Und Titi haben wir noch. Ja, und Mbappé-Info wäre halt ganz cool. Ja, oder vielleicht mal eine Scream-Karte. Als Scream-Karte haben wir halt zum Beispiel heute gar nicht gezogen, ne? Was ein bisschen schade ist, denn es sollte ja eigentlich ein Scream-Pack-Opening werden, ne? Aber mit Longley kann ich super zufrieden sein. Der kostet auch knapp 100.000 Münzen, ne? Dazu noch Griezmann, Koulibaly, ein paar Champions-League-Karten, ne? Das geht fit und 5 Packs haben wir noch und da kann vielleicht sogar noch was drin sein. Wir werden es sehen. Wir sehen uns aber bei den letzten 2 Packs wieder. Außer das Pack ist jetzt super gut. Nein. Okay, Jungs. Eigentlich habe ich gedacht, das sind noch die letzten 3 Packs. Jeweils mit 2 seltenen Goldspieler-Packs. Aber wir haben noch ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack und ein Prime-Elektrum-Spieler-Set klein hier rumliegen. Die werden wir natürlich gemeinsam öffnen. Aber jetzt erstmal zum letzten 2 seltenen Goldspieler-Pack. Ohne irgendwas. Das können wir ganz entspannt überspringen. Im Endeffekt, fazittechnisch, weiß ich, was wir ausgegeben haben. Ja, unser Verein war halt voll und ich habe die halt einfach alle reingeklatscht. Wir hatten ja mehr als 100 Stück. Davon haben wir immer mal wieder im Videospark geöffnet. Im Endeffekt können wir zufrieden sein, dadurch schon alleine, dass wir Griezmann gezogen haben. Der kostet halt 300.000 Münzen. Das ist schon nicht so schlecht. Gar keine Frage. Aber trotzdem ist es irgendwie eine kleine Ernüchterung, weil ich habe echt vielleicht mit ein bisschen mehr gerechnet. Ich weiß es nicht, aber ja gut, Koulibaly, wir haben Longley, ja, wir hatten Griezmann jetzt am Start mit, das geht schon fit, aber im Endeffekt, weiß nicht, was haltet ihr davon, Jungs? Schreibt es mal bitte rein, was ihr vielleicht erwartet hättet aus diesen 75 Packs. Ja, mal gucken, seltenes Elektrum-Spieler-Pack haben wir noch, das ist tradable, wenn wir hier ein Mbappé-Info draus ziehen, dann bin ich auch zufrieden. Oder wir ziehen halt einfach gar nichts und das Pack lag so, wie es halt immer ist, geht halt so weiter. Aber wir ziehen wenigstens noch Sergio Roberto. Jungs, wenn euch trotzdem das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, gerade weil es einfach der beste Spieler war, den wir jeweils in FIFA gezogen haben, auf beiden Accounts übergreifend. Und dann sollte es auch gewesen sein von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich bin damit raus. Euer Chris und ciao, ciao.